Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lütten-Rock-Archivs. Heute habe ich euch mal eine Neuheit rausgesucht, eine Band, die noch recht frisch ist, 2018 in Philadelphia, Pennsylvania gegründet. Und ich habe euch jetzt die zweite Scheibe rausgesucht. Ich habe die Band über einen Kumpel entdeckt und war ganz angetan, als er mir die vorgestellt hat. Ist ein Quartett und die Band heißt Morgul Blade. Cover ist klarer Bezug auf Herr der Ringe, sieht man auch. Auch der Titel der Band Morgul Blade ist klarer Bezug auf Herr der Ringe. Die Morgul Blade oder die Morgul Klinge, das ist die Klinge der Nazgul, der Ringgeister, der Neun, wie man sie nennt. Und wenn man damit oder dadurch verletzt wurde, so die Legende, bleibt immer ein Splitter dieses Dolches in der Wunde hängen. Ist auch so, wenn ich mich recht entsinne, im Herr der Ringe ausführlich beschrieben, bei der einen Szene, wo Frodo dann fast direkten Kontakt mit mit den Ringgeistern hat. Warum ich immer Zeitgeister sagen will, ist eine andere Geschichte. Anyway, ja, Heavy Metal Wraith, Heavy Metal Gespenster heißt das auf Deutsch. Hier wird klassischer Heavy Metal dargeboten, mit Bezug auf historische, vielmehr Fantasy-Themen, nichts historische, sondern Fantasy-Themen. Das Ganze hat eine leichte Schlagseite oder eindeutig Einflüsse von Black und Death Metal, weil bei einigen Songs kommt ein bisschen Blastbeats durch. Der Gesang ist auch eher guttural statt clean. Sind ein paar clean Passagen dabei, aber eben der Hauptgesang ist eben ein bisschen kräftiger. Das Ganze ist sehr stimmig aufbereitet mit Interludes oder Intermissions, mit so kleinen Instrumentalpassagen, die zwischendurch das Ganze von der Atmosphäre her verdichten. Also ich finde die Scheibe sehr empfehlenswert. Wie gesagt, das ist ihre zweite. Ich habe sie mit der ersten Scheibe entdeckt und ich möchte euch die natürlich hier wärmstens ans Herz legen. Wenn es euch nicht gefällt, habt ihr es wenigstens probiert. Ist ja auch nicht so schlimm. Es geht auch hier um Tipps geben. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht was. Weil auch wenn der Gesang ein bisschen guttural ist, ist das ganz klassisch Heavy Metal mit schöner Melodieführung. Und das ist für mich ja immer wichtig. Bei aller Härte und bei allem Geknüppel muss auf jeden Fall für mich immer eine Melodie dabei sein. Und die Gitarrenparts sind sehr gut aufbereitet. Die Produktion ist sehr geil. Die Songs sind gut. Sind halt epischer Metal. Und ich möchte euch den Titelsong Heavy Metal Wrath einmal empfehlen. Dann eben den letzten Song, den vorletzten Song Neither Cross Nor Crown. Oder eben den Opener Eagle Strike. Alles in allem wirklich gut produziert. Ich hoffe, die Jungs kommen aus dem Insider-Status raus und erscheinen ein bisschen mehr im Mainstream oder im öffentlichen Radar, sodass mehr Leute sie wahrnehmen. Morgul Blade mit Heavy Metal Wrath. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus mit dem TH und dann als T. Pff, ist das manchmal so eine Sache. Anyway, Ralf wird natürlich hier ein Video unten verlinken und ihr könnt dann gerne ein Like oder einen Kommentar hinterlassen. Freue mich über eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr uns gewogen seid und bleibt uns auch gewogen. Rock'n'Roll. Bis demnächst.